Der Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung steht bereits seit Wochen unter Druck. Gestern ging es nun nochmals nach unten. Der Euro fiel sogar unter die Marke von 1,11 gegenüber dem US-Dollar. Manch ein Beobachter befürchtet bereits, dass sich der Euro gegenüber dem US-Dollar in Richtung Parität bewegen könnte. Ob das tatsächlich der Fall ist, das wollen wir heute besprechen mit Ralf Wiedmann von der Advertum Vermögensmanagement AG hier aus Stuttgart. Herr Wiedmann, schauen wir uns erstmal die Hintergründe an. Weshalb fällt der Euro eigentlich derzeit so stark? Also das liegt sicherlich ganz stark auch daran, dass die Zinserwartungen in USA und in Euroland völlig in eine andere Richtung gehen. In Euroland ist von der Zinserhöhung nichts in Sicht, da wird der Markt geflutet. Da kommt ein quantitatives Easing, das ist das, was die amerikanische Notenbank längst vom Tisch genommen hat. Also diese Jetons sind wieder eingesammelt und man wartet im Prinzip darauf, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen erhöhen wird. Man hat geglaubt, das könnte schon im ersten Halbjahr sein. Im Moment sieht es nicht mehr danach aus. Also schauen wir mal, ob das überhaupt im Jahr 2015 passiert. Aber allein diese Zinserwartungshaltung spielt natürlich im Moment einem schwachen Euro und auch den Zielen der EZB eher in die Karten. Apropos Notenbank, apropos EZB, wir hören es derzeit immer wieder hier im Hintergrund im Handel. Mario Draghi bewegt heute mal wieder die Kurse. Dabei hatte der Italiener eigentlich gar nicht so viel Neues zu berichten, oder? Nein, er hat im Prinzip nur noch mal das bestätigt, was alle schon wissen, dass er für 60 Milliarden Euro pro Monat kaufen wird. Das zumindest mal bis September 2016, also dass er insgesamt über 1 Billion Euro in den Markt schießen möchte. Er hat aber auch gesagt, darüber hinaus wäre es möglich, weiterhin dann Anleihekäufe zu tätigen, also quantitatives Easing dann auch darüber hinaus auf die Schiene zu setzen. Dann, wenn das Inflationsziel nicht in diese Richtung gehen wird, und ich mache jetzt einfach mal Klammer auf und sage, der Markt erwartet, da kommt natürlich dann noch mal etwas nach, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es der EZB gelingt, die Inflation zu pushen. Als Beispiel Japan. Die Japaner haben seit Jahren eine Deflation, Nullzinspolitik, quantitatives Easing und trotzdem kommt die Inflationsrate dort nicht in Gang. Warum sollte das dann in Euroland anders sein? Sie haben nun das Anleihekaufprogramm bereits angesprochen. Dieses soll voraussichtlich am Montag tatsächlich in Gang gesetzt werden. Hat dieses überhaupt noch das Potenzial, die Märkte zu bewegen, oder ist das Anleihekaufprogramm eigentlich schon längst eingepreist? Also psychologisch ist es meines Erachtens eingepreist. Liquiditätsmäßig natürlich nicht. Richtig spannend dürfte es sein, wie viel kann die EZB denn tatsächlich am Markt wegnehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gelingen wird, Monat für Monat für 60 Milliarden Euro Anleihen zu kaufen. Der Markt in Euroland ist gar nicht groß genug. Es wird auch nicht so viele Abgeber geben, denn Banken, Versicherungsgesellschaften müssen Bestände halten. Die können die Papiere gar nicht geben. Deshalb, ich frage mich, woher will die EZB diese Papiere denn letztendlich bekommen? Und vielleicht muss man zurückrudern und dann wird man sehen, welche Maßnahmen die EZB noch machen kann. Herr Draghi hat ja auch gesagt, es ist im Prinzip somit die letzte Stufe der Möglichkeiten einer EZB. Also Herr Draghi ist auch, oder Super Mario ist auch mal am Ende seiner Möglichkeiten, mit seinem Latein am Ende. Eine aktuelle Einschätzung von Ralf Wiedmann von der Advertum Vermögensmanagement AG hier aus Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.